Und da ist sie, die Teufel Cinnabar Lux, hier im Final Testman Review. Soundbars werden immer beliebter und finden mehr und mehr den Weg in unsere Wohnzimmer. Ich bin gespannt, was die Cinnabar Lux drauf hat, doch zunächst geht's zum Lieferumfang. Bevor es dann richtig losgeht, noch der Hinweis, ich habe die Cinnabar Lux von Teufel kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen, ich werde aber nicht bezahlt und vertrete hier meine eigene Meinung. Wenn dich meine Meinung nicht interessiert, dann drück jetzt den Abo-Button und schalt ab. Also, los geht's! Der Lieferumfang ist recht übersichtlich. Cinnabar Lux, Stromkabel, Fernbedienung inklusive Batterie und Imbusschlüssel und Papierkram. Das war's. HDMI, Toslink oder sonstige Verbindungskabel müssen also separat gekauft werden. Ich habe ja auch schon die kleine Cinnabar One Plus getestet. Video gibt's oben in der Infocard. Aber die Cinnabar Lux ist nochmal eine ganz andere Dimension. Sie ist ca. 114 cm lang, ca. 13,5 cm tief und ca. 7,5 cm hoch. Die Größe finde ich sehr gut und passend zu meinem 65 Zoll TV. Auch die Höhe passt noch gut, sodass die Cinnabar Lux nicht ins Bild von meinem TV ragt. Bei mir passt es auch gerade so mit den Standfüßen, alternativ kann die Soundbar aber auch an die Wand montiert werden. Das Design ist schlicht, ich mag das ja, diese unaufdringliche Eleganz. Das schwarze Kunststoffgehäuse ist sehr gut verarbeitet und die Bedienelemente fügen sich gut ein. Da gibt's nichts zu meckern. Das Display an der Front ist gut lesbar und genau wie die LED komplett ausschaltbar. Interessanter wird's am Hinterteil, denn da verstecken sich nicht nur der Stromanschluss und der Setup bzw. Reset-Knopf. Die Cinnabar Lux bietet zwei HDMI-Anschlüsse für zum Beispiel TV und Spielkonsole. HDMI 2.0, CEC und HDCP 2.2 werden unterstützt. Das Coole ist, dass man die Spielkonsole am HDMI-In anschließen kann und das Bildsignal durch den HDMI-TV-Anschluss automatisch zum TV durchgeschaltet wird. 4K ist dabei auch möglich. Zusätzlich gibt es noch einen optischen Eingang, eine Klinkebuchse, einen Sub-Ausgang, einen USB 2.0 mit 5 Volt 500 mA Stromunterstützung und ja, Musik kann darüber auch abgespielt werden. Ich muss sagen, Teufel hat's verstanden, USB-Playback ist hier und da einfach nützlich und sollte bei verbautem USB-Anschluss wirklich immer unterstützt werden. Bei der Cinnabar Lux ist das egal, ob es ein USB-Stick oder eine USB-Festplatte ist, beides wird unterstützt. Dann nicht zu vergessen der LAN-Anschluss, falls man doch auf Kabel steht. Kabellos kann die Cinnabar Lux aber auch, denn sie unterstützt WLAN mit 2,4 GHz und Bluetooth. Für Filmliebhaber werden auch die Tonformate Dolby und DTS Surround unterstützt, die meist auf Blu-rays verfügbar sind. Mein TV unterstützt HDMI ARC oder ARC, daher brauche ich nur ein HDMI-Kabel und kann die Lautstärke der Soundbar mit meiner TV-Fernbedienung steuern. Cool dabei ist, dass die Soundbar automatisch ein- und ausgeschaltet wird, sowie immer die passende Tonquelle einstellt. Die Teufel-Fernbedienung brauche ich also kaum noch. Die Fernbedienung ist so lala. Das Batteriefach ist umständlich mit einem Imbusswerkzeug zugänglich und die Knöpfe sind nicht so intuitiv zu bedienen, da die Symbole nicht wirklich aussagekräftig sind. Die Verarbeitung ist aber top und sie liegt gut in der Hand. Dennoch hätte man das besser machen können. Man kann so gut wie alle Funktionen mit der Fernbedienung und dem integrierten Menü der Cinnabar Lux einstellen, aber für zum Beispiel die drei Schnellwahltasten braucht man die Teufel Raumfeld App. Dort kann man auch das ganze Potenzial aus der Cinnabar Lux entfesseln und die Tune-in-WLAN-Radiosender oder Spotify richtig einrichten. Amazon Music wird nicht unterstützt, kann aber natürlich einfach per Bluetooth wiedergegeben werden. Für mich ist der eingebaute Equalizer sehr praktisch, da ich so den Sound noch etwas individueller nach meinem Geschmack einstellen kann. Zusätzlich gibt es drei Preset-Modi, Pur, Stimmen und Nacht. Hat man ein Amazon Echo oder Google Home Gerät, kann die Cinnabar Lux auch damit kombiniert werden, sodass der Sound dann aus der Cinnabar kommt. Die Dynamo-Technologie hilft einen gewissen Raumklang zu erzeugen, dadurch hört sich die Cinnabar breiter und klarer an. Ich höre fast ausschließlich mit dieser aktivierten Funktion, aber bei mir hört sich das jetzt nicht so an, als ob der Sound von der Decke kommt. Der Sound ist einfach breiter und angenehmer im Ohr. Wer mehr wissen möchte, und ja, da gibt's mehr, der kann sich alle technischen Details und Funktionen bei Teufel durchlesen. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wichtigsten, dem Sound. Das ist eine lange Soundbar, da sollte ordentlich was drinstecken. Zwei Upfiring-Töner, zwei Hochtöner, 8 Breitband-Lautsprecher, 4 passive Bassmembranen und 9 Endstufen sorgen für richtig guten Sound, sodass meine Nachbarn das ein oder andere Mal mithören. Hier jetzt ein kleines Soundbeispiel, aber bedenke bitte, dass sich der Sound über mein Mikro durch deine Lautsprecher immer etwas anders anhören wird. Am besten hört man Sound immer vor Ort mit den eigenen Ohren. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me.
Wenn man den Bass über den Equalizer voll aufdreht, merkt man erst, wie viel Power in der Soundbar steckt. Die Power möchte ich aber auch messen und habe mir extra so ein Dezibel-Messgerät gekauft. Ich bin gespannt, was die Cinebalux drauf hat. Abstand 1 Meter und los geht's! Das kann sich auf jeden Fall hören lassen. Der Bass hat einen richtig kräftigen Wumms, der einfach Spaß macht. Die Mitten verlieren dabei kein Stück an Volumen und kommen schön voll rüber, sodass man auch bei Actionfilmen die Dialoge gut verstehen kann. Die Höhen gefallen mir auch sehr gut, sie sind raumfüllend und klar. Der Sound ist einfach rundum sehr schön und angenehm im Ohr. Nochmal kurz das Fazit auf einen Blick. Positiv ist natürlich der gerade angesprochene Sound, da gibt's nichts zu meckern. Dazu kommen die gute Verarbeitung, USB-Playback, HDMI, CEC, ARC und 4K Pass-Through-Funktion, zwei HDMI-Anschlüsse, die Dynamo-Funktion und die Möglichkeit, Software-Updates per WLAN zu bekommen. Negativ finde ich, dass kein 5G-WLAN unterstützt wird und die Fernbedienung nicht intuitiv ist. Jetzt bleibt nur noch die Frage, würde ich mir die Teufel Cinebalux auch selbst kaufen? Und das ist eine verdammt schwere Frage. Vom Sound her auf jeden Fall her damit, das ist richtig geil. Aber die Soundbar kostet aktuell rund 800 Euro und ich verdiene im Moment nicht so viel, dass ich mir eine Soundbar für 800 Euro einfach so kaufen könnte. Daher ist die Cinebalux aktuell aus meinem Budget einfach raus. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Damit war es das schon wieder von mir. Falls du noch Fragen hast, ab damit unten in die Kommentare oder aufs feine Testmanphone. Jetzt noch den Abo-Button drücken und du hast deine Pflicht erfüllt. Reingekommen.